Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Newcastle United. Heute gibt es eine sehr interessante Episode, denn wir haben mal wieder drei Spiele und zwar gegen die Tranmere Rovers im Pokal, dann noch im Pokal gegen Chelsea ist es glaube ich, oder ist es gar nicht im Pokal, ich weiß es gar nicht, und auf jeden Fall noch gegen Swansea in der Liga, so viel steht schon mal fest. Ich glaube gegen Chelsea ist es im Pokal, bin mir aber wie gesagt noch nicht so ganz sicher, werden wir dann ja sehen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da wäre richtig nice, eine großartige Unterstützung, und heute ist die Episode, in der wir einmal Eden Hazard hier versuchen zu verpflichten. Habe das Ganze ein bisschen vorproduziert und in der wir auch einen anderen Spieler noch versuchen zu verpflichten. Ich denke mal, ihr wisst, um wen es sich handelt, denn ich habe es ja bereits in der letzten Episode und der vorletzten, glaube ich, auch schon angesprochen. Und ich bin sehr gespannt, ob das Ganze funktionieren wird. Aber erstmal versuchen wir es bei unserem 26-jährigen Eden Hazard. Das wäre nochmal eine kleine Steigerung sozusagen zu Marco Reus. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und es gibt noch viele andere Spieler, unter anderem Pjanic oder auch Eriksen oder Mata. Aber das sind alles so Spieler, bei denen ich sage, nee, eigentlich nicht. Pjanic habe ich dann kurz überlegt, aber dachte mir dann doch so, nee, lieber nicht. Es gibt allgemein ja nicht so viele Spieler, die wir verpflichten wollen, denn wir wollen ja mehr auf die Jugend setzen, auf die eigene, aber an sich so ein Ronaldo und so ein Hazard kann man immer mal machen, von daher versuchen wir das natürlich auch. Hier suchen wir jetzt gerade Cristiano Ronaldo, mittlerweile 32 Jahre alt, immer noch ein 94er Rating, braucht natürlich ordentlich Gehalt, 2 Jahre, sage ich mal, soll der Vertrag dauern, und es wäre einfach richtig geil, sind wir mal ganz ehrlich. Stell dir mal vor, die Sachse da vorne drin, wenn wir dann da, okay, Remy als Ersatzstürmer haben und dann Reus im Sturm, Ronaldo im Sturm und auf links Eden Hazard, das wäre ich will jetzt nicht sagen totale Eskalation, aber doch irgendwie totale Eskalation. Von daher wäre das ganz schön. Wir machen die Aufstellung fürs Spiel gegen Swansea und wir spielen mit so einer kleinen B11, nicht mit einer extremen B11, aber doch schon ein paar Änderungen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spiel und wir sehen uns ja dann gleich wieder. Der ausverkaufte St. James' Park erwartete Swansea City und Newcastle United. Die Magpies bisher noch ungeschlagen in dieser Saison und die Schwäne aus Wales, die wollten natürlich diese Serie brechen, deswegen ja viele Fans mitgereist, aber natürlich auch viele Newcastle-Fans im Stadion, das Ganze wieder ausverkauft. 48 Punkte momentan für Newcastle, nur 23 für Swansea, die im Tabellenmittelfeld rumdümpeln. Mit einem Sieg könnten die sich unten ein bisschen rauskicken und Newcastle könnte sich mit einem Sieg noch weiter absetzen, theoretisch nach vorne, momentan 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Das Ganze wollten sie natürlich ausbauen, die Magpies, allerdings spielten sie heute nicht mit der A-Besetzung. Es gab einige Spieler, die Überraschung waren in der Startelf. Dazu kommen wir aber gleich erstmal. Auf der anderen Seite natürlich nicht so ein Weltkader, das haben wir ja immer wieder mal. Allerdings auch eine starke Elf, unter anderem mit einem sehr starken Keeper und einer sehr starken Offensive. Aber dazu kommen wir ebenfalls gleich. Jetzt kommen wir zu Newcastle. Zieler, Jammert, Laporte, Chambers und Kurzawa in der Verteidigung. Zieler, Jammert, Chambers und Kurzawa, da alle vier eine Überraschung. Barker im zentralen Defensiv Mittelfeld eine weitere Überraschung. Vorne dann Young und Thauvin auf den Außen, das geht nur. Und dann Nightingale auf der 10 anstelle von Cabella, Remy und Reus im Sturm. Das heißt noch eine weitere Überraschung. Eine sehr, sehr komische Aufstellung von Trainer MGT. Es schien, als wollte er hier ein paar Spieler gegen Swansea spielen lassen, die normalerweise nicht zum Einsatz kommen. Ruddy im Tor, momentan extrem stark drauf. Obeng, Fernandes, Amat und Tiendali in der Defensive. Davor dann Galifuoco und Lucas Diamantero Shelby in der Offensive zusammen mit Sam Benito. Gylfi Sigurdsson genauso wie Igalo und Ashley Williams nur auf der Bank. Das heißt auch da nicht die A-Besetzung. Aber trotzdem spielte Swansea hier richtig gut und machte den besseren Start in diese Partie. Galifuoco mit dem Ball auf, ja, Dyer, der auf Lucas, die beiden Sechser hier, mit nach vorne geeilt. Dann wieder Dyer, Shelby, nochmal Dyer und nochmal John Joe Shelby mit dem Versuch, der ehemalige Liverpooler hier mit dem Schuss, aber Zieler ist in der ersten Situation der Partie gut zur Stelle und hält den Schuss des englischen Nationalspielers. Es geht weiter mit Swansea, die spielten hier deutlich besseren Fußball. Montero geht über außen, setzt sich durch, die Flanke verlängert von Janmaat, unglücklich, da ist Dyer, 1:0, wunderbares Tor. Dyer steht genau im richtigen Moment da, wo er stehen muss. Janmaat macht den Fehler, springt unter der Flanke durch, Ball dann verlängert von Lucas und im Endeffekt ist Dyer da und ist eiskalt vor dem Tor, keine Chance für Zieler, dieses Ding zu halten. Das war einfach der Fehler, diese unfassbar schlechte Flanke eigentlich von Jammert nicht zu bekommen. Dann verlängert von Lucas und daher ist da. Newcastle versuchte direkt zu antworten. Man wollte natürlich nicht hier irgendwie in Rückstand geraten. Reus mit dem Versuch, aber der Außenpfosten rettet Ruddy vor dem 1:1 Ausgleichstreffer. Swansea also weiterhin mit der Führung. Das war ganz schön knapp. Das war nämlich direkt auch nach ja, dem Anstoß quasi wieder. Newcastle also direkt darauf aus, hier ja quasi wieder gleiche Verhältnisse zu schaffen. Aber Swansea war gut in der Partie und versuchte das zu verhindern, beziehungsweise die Führung auszubauen. John Joe Shelby wieder legt den Ball zurück auf San Benito und Zieler mit einem Weltklasse-Reflex verhindert hier das 0:2. Laporte war da ja noch umgefallen quasi von dem Schuss von San Benito. Auf der anderen Seite Remy mal wieder mit einem Versuch kurz vor der Halbzeit, setzt sich hier gut durch und dann gegen Tiendali wird gefoult. Normalerweise müsste das den Elfmeter geben, gibt es in der Situation nicht. Die Experten meinen später, es wäre Newcastle Elfmeter verwehrt worden, aber so blieb es beim 0:1 aus der Sicht der Magpies. Natürlich bitter, man wollte nicht ausgerechnet gegen Swansea, wenn man gerade mal mit B11 spielt, verlieren. Allerdings hatte man ja noch eine Halbzeit, um das Ganze zurechtzurücken. Swansea
waren sie aber längst stark in die erste Halbzeit gestartet und genauso stark starteten sie auch in die zweite Halbzeit hinein. Lukas hier am Ball wird nicht richtig angegriffen, Ball nochmal rausgegeben auf Dyer, der flankt, das Ganze kommt wieder in die Mitte und zwar zu Montero, der legt nochmal ab und zwar auf Shelby, der legt ab auf Lukas und 2:0, 49 Minuten rum und Swansea führte im St. James' Park mit 2 Toren gegen die Magpies. Das war alles andere als erwartet, Thieler wieder chancenlos und wieder ist es Janmaat, der dann nicht genug zum Ball geht, der dann nicht richtig aufpasst auf Lukas, im Endeffekt muss der nur noch einschieben und dementsprechend reagierte Trainer MGT direkt, brachte Cabella für Nightingale, um die Offensive zu stärken, aber zunächst einmal musste die Defensive aufpacken, San Benito mit der nächsten Chance und Thieler ist mit einer wunderbaren Parade da, das wäre sonst die endgültige Entscheidung hier gewesen, das 3:0, nur 4 Minuten später, aber es ging nichts nach vorne bei den Magpies, nur die Swansea im Angriff, da ist Montero, der versucht mal und knapp am Pfosten vorbei, nur 2 Minuten später, also es musste was passieren bei Newcastle und es tat sich dann auch was, Chambers mal mit dem langen Ball nach vorne, Niang ist schneller als Ahmad, Niang macht das 2:1, 63. Minute, plötzlich war Newcastle wieder da, aufgrund von dem Bayern Niang, der ehemalige Knipser, mittlerweile ja nicht mehr so torgefährlich, aber hier zeigt er mal wieder, dass er es kann, wunderbare Volleyabnahme und es steht plötzlich nur noch 2:1, trotzdem ging es auf der anderen Seite mit den besseren Chancen weiter, Lukas versucht hier fast das 3:1 und wieder der 2-Tore-Abstand hergestellt, scheitert aber an sich selber mehr oder weniger, dann gab es einen Wechsel, Ibrahimovic kam für Thauvin, das heißt man setzt ihn noch mehr auf die Offensive, man wollte hier unbedingt ja quasi noch den Ausgleich erzielen und man hatte tatsächlich noch die Chance in der Schlussphase das Ganze zu erreichen. Der Ball kommt auf außen auf Loiremi und der kann theoretisch auch flanken, macht das hier auch gut. Ball kommt zu Ibrahimovic, er kriegt ihn nicht aufs Tor, prallt aber ab zu Reus und Reus hat das Tempo, geht durch die Defensive, muss den machen, macht den nicht. 80. Minute, er scheitert an sich selber und in der 90. Minute dann die letzte Chance der Partie. Remy kommt aber nicht mehr ganz durch. Ja, Swansea macht das klug, spielt hinten rum, sollte es wirklich passieren, soll Newcastle sein erstes Spiel verlieren. Tatsächlich, sie tun es. Gegen Swansea City, es ist soweit. Die Waliser schaffen es, die Magpies zu bezwingen. Wunderbare Leistung von Swansea City. Da können sie alle stolz auf sich sein. 2 Tore reichen im Endeffekt um Newcastle, die an sich selber gescheitert sind, zu bezwingen. Die erste Saisonniederlage für die Magpies und Swansea schießt sich unten ein bisschen aus dem Tabellenkeller raus. Die erste Niederlage, ja, wir haben es endlich hinter uns, Gott sei Dank. Jetzt haben wir nicht mal den Druck, dass wir gar nicht mehr verlieren dürfen, aber trotzdem war das jetzt nicht ideal. Zumal Reus ja noch die Riesenchance vergeben hat, was ich echt nicht gedacht habe. Ich war mir da relativ sicher, dass er den reinmacht, aber gut, sowas passiert und da kann man im Endeffekt auch wenig gegen machen. Wir sind trotzdem noch Erster, haben mittlerweile, glaube ich, die haben unentschieden gespielt, das heißt immer noch 7 Punkte Vorsprung, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Von daher geht es auf jeden Fall noch klar und zunächst mal kommt sowieso Pokal gegen die Tremor Rovers und das jetzt viel, quasi wichtiger. Quasi Hertha BSC hat ein Angebot für Brooks angenommen über 5,5 Millionen, das zeigt aber, dass sein Rating sowieso nicht so hoch ist, dass er für mich noch interessant wäre, von daher nicht so wild. Des Weiteren hat Eden Hazard unser Vorvertragsangebot akzeptiert und es gibt allgemein ein paar Diskussionen da über die Zukunft von einigen Spielern bei uns, beispielsweise Courtois, Janmaat und Thieler, die ja sowieso weg wollten. Ja, müssen wir mal schauen, wie das Ganze werden wird. Uruguay möchte uns als Nationaltrainer haben. Wir warten übrigens bei Hazard, weil ich gucken will wegen Ronaldo, wie viel Gehalt er braucht. Und allgemein müssen wir jetzt natürlich umstellen für den Pokal, die Elf, weil wir wollen hier gegen Chelsea jetzt nicht unbedingt raus, gegen die Tremor Rovers natürlich, Entschuldigung, nicht unbedingt rausfliegen. Chelsea kommt ja gleich erst, aber das wäre trotzdem relativ bitter. Deswegen spielen wir trotzdem mit einer B-Elf, muss ich ganz ehrlich sagen. Clément unter anderem, unser neuer Jugendspieler, ist mit dabei und Komar auch, also wir spielen wirklich mit einer B-Elf, ne? Also muss man wirklich so sagen, allerdings sollte die ja zumindest für die Tremor Rovers noch gut genug sein, vor allem wenn Ibrahimovic vorne dabei ist und im Tor Zieler, der jetzt auch nicht mit 79 so schlecht geratet ist. Wir müssen trotzdem einfach mal schauen, was da noch passieren wird. Oder geht Begovic sogar ins Tor? Vielleicht auch das. Ja, Begovic geht offenbar ins Tor. Naja, ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall simulieren wir das Spiel. Wir gehen da nicht persönlich rein. Muss hier mal kurz den Cut machen, genau, weil ich gespeichert habe. Und schauen wir mal, wie das Ganze gelaufen ist. Vielleicht ja mit einem Sieg. Das wäre ja zumindest mal ganz wünschenswert gegen einen Drittligisten. Ist, haben wir auch gewonnen mit einem Tor von 7 de Jong. 1:0. Schlechter, als ich dachte, aber gut. Ronaldo das Angebot abgelehnt. Wir nehmen übrigens das Angebot für Lascelles an, über 2,5 Millionen. Und das Angebot von für Oxlade-Chamberlain über 8 Millionen, weil mir das ehrlich, über 7,5 Millionen, weil mir das ehrlich gesagt reicht. Ronaldo, wie gesagt, abgelehnt, der möchte mehr Geld haben, versuchen wir natürlich auch und machen wir natürlich gerne, denn Ronaldo ist halt ein Spieler von mir aus, kann der auch 600.000 bekommen. Hauptsache, er kommt halt nur im Endeffekt und wir müssen halt dementsprechend noch ein bisschen, quasi warten, ob er dann tatsächlich kommt. Hazard machen wir mittlerweile fest, weil bei dem ist es halt so das Risiko, wenn ich jetzt ja sage, kommen nicht, beziehungsweise zu lange zögere, geht er eventuell zu einem anderen Verein und das wollen wir natürlich auch wieder nicht. Von daher, und wir haben auch 2 Spieler noch verkauft. Das ist wunderbar, das sind wir ja gerade schon. Die haben wir ja gerade quasi schon angenommen, die Angebote. Und die haben jetzt auch mit dem Verein quasi abgewickelt, dass er dahin gehen. Wir leihen Ayoste Perez an Erste Deportivo aus. Das ist auch ein gutes Geschäft, würde ich mal sagen, weil
Perez ja an sich ein guter Stürmer ist, aber naja, ich sag mal so, bei uns halt keine Perspektive hat so wirklich. Ronaldo möchte immer noch mehr Geld, 575.000 biete ich ihm jetzt und ich kann euch sagen, in dieser Episode werden wir glaube ich nicht mehr erfahren, ob er zu uns kommt, denn wir spielen ja direkt jetzt gegen Chelsea. In der nächsten Episode geht es dann erst weiter mit dem Simulieren für die Transfertage, von daher müssen wir doch noch ein bisschen abwarten, aber wir machen jetzt immer die Aufstellung und wir sehen, unsere Elf ist, ja, aus dem Spiel wenigstens unverletzt herausgegangen, sagen wir es mal so. Eigentlich mit einer gelb-roten Karte für irgendwen, ich weiß gar nicht mehr, für wen das war. Ist auf jeden Fall nicht schön, aber wir sind ja weitergekommen, von daher ist das nicht so wild. Und wir spielen jetzt gegen Chelsea im Pokal, ich glaube sogar im Capital One Cup. Von daher, das war gerade, glaube ich, FA Cup. Ich glaube jetzt Capital One Cup, relativ spät schon. Ich weiß gar nicht, welche Runde. Aber egal, wird auf jeden Fall schwer. Und dementsprechend müssen wir eine gute Elf auffahren, haben das gemacht. Und jetzt gehen wir rein in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich mit einem Sieg. Erst vor wenigen Wochen gab es das Duell zwischen Newcastle United und dem FC Chelsea, allerdings diesmal an der Stamford Bridge und nicht im St. James' Park. Das letzte Spiel war nach einer sehr, sehr einseitigen Partie tatsächlich 1:1 ausgegangen, weil Newcastle in den letzten Minuten nachließ und Chelsea noch zum Ausgleich kam. Wir sind bereits im Halbfinale des Capital One Cups, das heißt eine sehr wichtige Partie und natürlich wollte Chelsea die für sich entscheiden, beziehungsweise ja hier quasi vor heimischem Publikum das Ganze besser gestalten als im letzten Spiel gegen die Magpies. Das Ganze sollte aber nicht so einfach werden, wie es vielleicht klingt, denn, naja, auch wenn sie nicht viel zu verlieren hatten, beziehungsweise nicht viel schlechter spielen konnten, konnte Newcastle ja immer noch genauso spielen wie im letzten Spiel und das würde ja reichen, um theoretisch die Mannschaft auszuschalten von Trainer José Mourinho. Auf beiden Seiten natürlich gute Elf auf dem Platz, allerdings bei Chelsea vielleicht noch die etwas stärkere Elf, wenn man mal so auf die persönlichen ja, Details guckt. Courtois im Kasten, davor dann Zuma, Cahill, Ivanovic und Azpilicueta, einer der besten Innenverteidiger, einer der besten Rechtsverteidiger der Welt, Matic auf der 6, einer der besten Sechser zusammen mit Mikel, vorne Eden Hazard, Oscar und Salah im Sturm, Fernando Torres, auf jeden Fall eine extrem gute Offensive, Defensive und ein gutes Mittelfeld. Auf der anderen Seite, ja, Begovic im Kasten, davor dann Sané, Janmaat, Laporte und Kurzawa. Das heißt, abgesehen von Laporte vielleicht nicht ganz so das Weltformat. Sippel auf der 6, davor Draxler und Thauvin, Cabella, ja, die können auf jeden Fall mithalten und Reus und Remy. Die Offensive gleichwertig, 7 de Jong, Ibrahimovic auf der Bank, das heißt auch gute Alternativen. Allerdings waren die erstmal gar nicht benötigt, denn ja, Newcastle startet auch so gleich wieder gut in die Partie. Flanke von Cabella nach 2 Minuten Kopfball Remy und das war ganz, ganz knapp gegen seine ehemaligen Kollegen. Köpfte er da ganz knapp am Tor vorbei, Courtois wäre chancenlos gewesen, so blieb es beim 0:0. Die erste Offensivaktion von Chelsea dann nicht im zweiten Durchgang erst, sondern direkt nach 13 Minuten, Flanke von Eden Hazard, die wird gefährlich, aber Begovic greift zu, bevor Torres in die Nähe des Balles kommen kann. Reus dann auf der anderen Seite versucht es mal nach vorne zu gehen, macht das dann klasse gegen Ivanovic, der Schuss und im Endeffekt fällt er dann hin und es gibt den Elfmeter nach 16 gespielten Minuten, da kann Ivanovic das gar nicht mehr fassen, das ist ja relativ komisch gewesen, diese Entscheidung vom Schiedsrichter, allerdings kann man sie so geben, der Elfmeter wird ausgeführt vom ja, gefaulten selber von Marco Reus gegen Thibaut Courtois. Ein Duell auf Augenhöhe. Beide haben eine relativ gute Erfolgsquote und diesmal entscheidet Reus das Ganze für sich. 1:0, 17. Spielminute. Newcastle führt in der Stamford Bridge und dieser Jubel hier, der sollte uns vielleicht zu denken geben. Es ist der Jubel von Cristiano Ronaldo und der ist momentan angeblich in Vertragsgesprächen mit Newcastle. Wir müssen schauen, was sich da ergeben wird, aber so scheint Newcastle auch ganz gut alleine zurechtzukommen. 1:0, also nach knapp 20 Minuten und es ging gut weiter. Hier der Versuch von Reus in den Rückraum zu passen, dann schlecht geklärt. Der Ball kommt nämlich zu Sippel, nochmal zurück auf Reus und der versucht mal aus der Distanz mit einem angeschnittenen Ball, aber Courtois ist da und hält nach 22 Minuten das 0:1 aus Sicht von Chelsea noch fest. Es ging aber weiter mit gutem Fußball von Newcastle. Reus, Cabella direkt gespielt auf Remy, der ist schneller als Kurzuma. Loa, Remy! Was für ein Tor von Franzosen gegen seinen Ex-Verein, wie bereits erwähnt. Der macht hier ein richtig schönes Tor. Da hat Courtois absolut gar keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Da war ganz viel Wut mit dabei und ganz viel Präzision und ganz viel Kraft und natürlich auch ganz viel Wille. Wunderbar gemacht, sich durchgesetzt gegen Zuma und der Schuss mit dem schwachen linken Fuß, muss man auch dazu sagen. Das merkt man in der Situation gar nicht, denn wie er den unter die Latte geknallt, ja, das ist fast schon unnachahmlich. Nächste Szene dann auf Seiten ja, von Newcastle wieder. Erstmal ein schwacher Einwurf von Draxler. Verliert dann auch hier den Ball, also ein kleiner Unkonzentrierter im Spiel. Der Magpies war quasi ungewohnt, aber dann Ivanovic mit dem Fehler hier und Kurzawa ist da und der setzt sich jetzt nach vorne ab, macht das klasse gegen Cahill, geht immer weiter und weiter und weiter, jetzt wieder gegen Cahill und Zuma, 2-1 und im Endeffekt macht Zuma das Foul und es gibt den Freistoß nach 43 Minuten und auch da hat Newcastle ja zwei Spezialisten, Reus und Cabella. Reus macht das aber selber, wartet erstmal ein bisschen ab, überlegt, vielleicht passt er in den Rückraum, nein, er wird es wohl direkt machen, solange wie er überlegt. Er macht es tatsächlich direkt und der Ball gegen die Latte, das war ganz, ganz eng. Courtois wäre wohl da gewesen, aber so bleibt es auch so beim 0:2. Bitter für Marco Reus in der zweiten Halbzeit, dann die erste richtig gute Chance ja, für Chelsea. Ball in den Rückraum nach 49 Minuten und zwar zu Nemanja Matic mit dem schwachen rechten Fuß und Begovic muss trotzdem eingreifen, wehrt den Ball zur Ecke ab, aber weiterhin 0:2. Newcastle hatte die besseren Chancen auf der anderen Seite. Der Ball in den Rückraum gespielt, da ist Cabella, der legt nochmal ab auf Lennart,
Jet, hey, Sibyl mit dem linken Fuß, aber Begovic, Courtois ist da und hält diesen Ball sicher fest für Chelsea. Trotzdem war jetzt natürlich Platz zum Kontern da, über Marco Reus. Wenn ging da mal was über eine Einzelaktion, auf beiden Seiten weniger Torraumszenen, aber Marco Reus hier, ja, ein bisschen unkonzentriert im Abschluss, dementsprechend ist Courtois dann da. Aber wie gesagt, es ging nur was über Einzelaktionen, genauso sah das bei Chelsea auch aus. Hier Marc Šimunić mit dem Ball nach vorne auf Hazard, der ist schneller als Sané, aber macht dann den schlechten Pass, trotzdem schlecht wieder gespielt. Nochmal kommt der Ball zu Hazard und Mikel mit dem Schuss und dann kommt Salah an den Ball. Da sieht Dali nicht gut aus. Salah mit dem 1:2, 86. Minute. Der Anschlusstreffer für Chelsea, sollten die tatsächlich wieder in den letzten Minuten der Partie gerade nochmal so zurückkommen, die Kurve kriegen und hier den Ausgleichstreffer erzielen. Salah macht das wunderbar dagegen. Dali setzt sich klasse durch und dann den Ball in die kurze Ecke gespielt. Keine Chance für Begovic, aber ja, Newcastle versucht jetzt weiter nach vorne zu kommen und wurde ausgekontert. Salah mit dem Ball auf Mikel und im letzten Moment ist Dali dazwischen, macht seinen Fehler von gerade wieder gut und wehrt diesen Ball klasse ab, spielt ihn dann auch letztendlich aus der Gefahrenzone raus und das war's von der Partie. Newcastle gewinnt also gegen den Chelsea Football Club, verdient mit 2:1. Wieder schaffte Chelsea es erst in den Schlussminuten richtig gefährlich zu werden. Newcastle muss an der Chancenverarbeitung arbeiten, beziehungsweise an der Chancenverwertung arbeiten, aber ansonsten sah das wieder sehr, sehr gut aus. Sieht wirklich gut aus fürs Finale des Capital One Cups für Newcastle United. So, damit haben wir auch diese Episode quasi abgeschlossen. Beide Spiele nicht gewonnen, aber immerhin 2 Spiele gewonnen von 3, 1 verloren, die erste Niederlage. Aber gut, sowas wie gesagt muss passieren. Nächste Episode geht's dann weiter. Wir schauen, ob wir Cristiano Ronaldo verpflichten. Wir schauen, wie das mit Eden Hazard aussieht. Der ist ja allerdings schon so gut wie da. Von daher, müssen wir da gar nicht mehr großartig schauen. Vielleicht hat er deswegen auch den Ball mit Hacke gespielt, weil er schon wusste, okay, ich kann meine zukünftigen Teamkollegen hier nicht quasi aus dem Capital One Cup raushauen. Aber gut, wir machen nochmal so ein bisschen Transfergeflüster, beziehungsweise setzen nochmal ein paar Spieler um, beziehungsweise schauen nochmal bei ein paar Spielern nach, wie wir das Ganze machen. Beispielsweise setzen wir hier den Clément auf die Leihliste, Kosova, glaube ich, auf die Transferliste, genau. Also, ein bisschen was machen wir noch, allerdings nicht mehr Großartiges, von daher kann ich mich theoretisch schon mal verabschieden und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit dem Transferfenster, hoffentlich mit ein paar Transfers, die wir loswerden, beispielsweise ein Geis, ja, der verliehen werden könnte, oder ein Smith, der verliehen werden könnte, oder ein Sippel von mir aus, oder ein Altobelli, oder irgendwas, wir müssen mal schauen, oder auch ein Plessis, der ja gerade erst dazu gekommen ist. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Die nächste Episode kommt übrigens am Montag oder so. Bis dann, haut rein und ciao.